Moin moin liebe Leute, da sind wir wieder mit Reft und mit dabei ist für Sie Lane und der Silvi. Hallo. Hallihallo ihr Lieben. Guten Tag ihr Lieben. Und natürlich einen wunderschönen Moin moin, ihr lieben Zuschauer da draußen. Ne? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Dankeschön dafür. So, wir sind natürlich jetzt immer noch durch den Streams, ne, von Reft und wir wollen jetzt hier auf, wie hieß das Nest, Varuna gehen und alles plündern. Und natürlich brauchen wir die neuen Codes, ne? Für die nächste Insel. Die gibt's auch hier. Dann habt viel Spaß, liebe Leutchen. Da draußen an den Bildschirm, wie wir uns jetzt hier gegenseitig umbringen. So. Dann müssen wir erstmal hier oben hoch. Da ist eine Ratte. Ich greife die Ratte an. So, hier haben wir schon die ersten Gegner. Wer zittert denn hier? Vergiftet? Nö. Nö. Nicht mal gestorben. Oh, wollen wir mal gucken, was hier noch so Schönes gibt? Eine Kohlen. Mal nicht einsammeln. Ist weiter nix. Was ist ein Bagger? Oh, ein Bagger. Oh. Der Kram. Ich kann nix finden. Will ich eine Notiz? Ja. Lag die? Bagger ist. The man climbed high up into the crane with a satellite dish. He called out on his little radio for Astrid. It looked unsuccessful. I might have stolen one of his dolls. Miranda is her name. The man left an hour ago, after freaking out all day over it. Der Mann ist vor einer Stunde gegangen. Okay. Jetzt hier. Hier ist der Bagger. Okay. Ich hab euch aus den Augen verloren. Hier ist noch eine Kiste, aber hier geht's nicht weiter hoch, nee. Gut. Da bist du. Ja. Dann müssen wir jetzt, glaube ich, irgendwo runter tauchen. Wartet mal. Müssen wir erstmal gucken. Ich glaube, hier zwischen. Hier war das. Zwischen die beiden. Hier zwischen die beiden Blöcke. Müssen wir jetzt tauchen. Tauchen? Das geht doch noch weiter nach oben, der Kolo. Das über ist, den Bagger. Das ist später. Komm ich wieder runter? Oder siehst du da oben irgendwo ein G? Nee. An der Wand. Wenn ein G irgendwo an der Wand gemalt ist oder irgendwo drauf, dann also da, könnte wo das wir möglich sein. Da, wo wir hochgekrabbelt sind, da ist ein Weg nach oben, nach unten ins Wasser rein. Guck doch mal nach oben, Kohle, ich bin runtergefallen. Ich bin hier zwischen, wo die anderen Seite, wo das andere Gebäude steht. Da stehe ich am Rand rum. Geh doch mal auf den Bagger und guck mal, ob da oben das G zu sehen ist. Nee, ich kann hier keine Tür erkennen, wo ein G drauf ist. Ich hab mir schon nasse Füße geholt. Oh. Ich hab mir Aua getan. Da drüben gibt's nachher den Schlüssel. Den Boot. Hier Insel. Und hier da oben Krane runterrutschen. Bleibt da, Silbi? Weiß ich nicht. Wird gleich dunkel, dann ist total duster da unten.
Nehmen an mich gar nichts mehr. Und ich wüsste, wo ihr seid. Wir sind auf der unteren Ebene neben dem Fluss. Fluss sehe ich. Hier. Silby, hier. Vor dir. Silby. Was denn? Ich sehe euch nicht. Hier. Bleib da mal stehen. Siehst du mich nicht? Ja, jetzt sehe ich dich. Wo warst du denn versteckt? Ja, ich stand da oben neben dir. Ich habe dich da oben nicht gesehen. Ich stand neben dir. Hier vorne sind wir. Gut, dann müssen wir jetzt hier unsere Flossen anlegen. Und Sauerstoff. Ui, ist das hübsch. Und dann seid ihr schon wieder unten. Und da, okay. Ja. So, hier unten gleich rein. Moin, hab den Sauerstoff für. Nö, ich auch noch nicht. Ich hab hier Luftblasen. Ach, da drüben seid ihr. Hier sind Quallen. Hilfe, da ist eine Öffnung, da schwimme ich jetzt zu. Sind die Quallen gefährlich? Ich denke mal schon. Aua! Die Quallen haben mir den Weg versperrt. So, ich habe jetzt hier ein G bei mir. Das ist schön, dass du bei dir irgendwas hast, weil ich habe dich nämlich nicht mehr im Blick. Wo seid ihr denn schon wieder? Ja, du bist abgehauen. Wir konnten gar nicht so schnell hinterher. Einfach nur nach unten. Und in der nächsten Öffnung rein. Ja, war eine Öffnung. Da sind Quallen vor gewesen. Da bin ich jetzt da rein, aber hier geht's nicht weiter. Silvi, tauch mal auf. Auftauchen. Ich bin hier am Land. Hä, wieso bist du am Land? Weil ich in dem Gebäude drin bin. Da ist eine Öffnung, da sind Quallen davor. Die tun einem weh. Da bist du rübergeschwommen? Nee, ich bin hier runtergefallen. Oha. Die Erde bebt. Ich sehe Silby nicht. Ich sehe das Flackern eines Lichtes. Ja, da sehe ich jemanden. Da ist Lane. Da will ich rein. Ja, da kommen wir da wieder raus. Ja, du musst die Quallen erstmal weg. So, jetzt sind sie weg. Da bin ich. So. Der Kuno ist ganz nach unten getaucht. Den habe ich nicht gesehen, wo der hin ist. Auch nicht. So, da ist er. Ja, nur ist dunkel, nur sehen wir nicht mehr. Leuchtet doch alles wunderbar. Sehe ich ja ganz gut. Und da ist das G, was du sagtest. Ja, das ist ein Zeichen, da muss man lang. Kann man das insammeln? Nee. Ich möchte den Kuno wieder verloren. Hier an die Wand, wo das G ist und das Loch drin. Aber wo er jetzt hin ist, weiß ich auch nicht. Ah, ich hab schon das erste Sachen. Au, Helm. Ja. Da drüben ist er. Koffer. Hier. Unten ist er. Der ist schwieriger zu hüten als ein Sack Flöhe. So. Müssen wir erstmal wieder zurück zur Luftblase hier irgendwie. Oh, ich ertrinke. Hier ist Luft, wo die Luft, ganz viele Luftblasen steigen. Ich ertrinke, ich habe die Sauerstoffflasche an und ich trinke. Ja, das ist ja auch nur, dass du länger Wasser, Luft holen kannst. Silby, du musst noch hier eine Etage höher. Ich ertrinke, ich bin gleich tot. Hier, komm, hier hoch, hier. Hier, da sind die Luftblasen. Hier drunter. Hier hin. Tot. Oh nein. Wieso funktioniert die Sauerstoffflasche hier nicht, wenn ich sie annehme? Die muss man vorher. Nein, die muss man vorher aufsetzen. Und die ist ja auch nicht dafür da, dass du ewig Luft hast, sondern du hast eben halt etwas länger Luft. Und wenn du die unter Wasser erst aufsetzt, bringt nichts. Ja, habe ich gemerkt. Schönen Dank. Komm einfach wieder zu uns runter. Ich hol dich oben am Wasser ab.
noch eine Etage höher, noch ein Loch, wo ein G da dran ist vielleicht. Warte jetzt erstmal auf Silvi, dass er hier wieder ins Wasser springt. Was denn ist dann jetzt? Es ist dunkel, man sieht gar nichts, stockdunkel. Oder sind die Qualen, da müssen wir nicht hin. Da sind Luftbläschen, da schwimme ich jetzt erstmal. Hier ist der Kuno, halt, du bist zu weit. Ich will aber zu den Luftblasen. So. Es geht hier noch weiter runter. Ich muss jetzt wieder nach oben. Ja. Hier sind wir. Ich sehe euch nicht. Hä? Ich sehe euch nicht. Hä? Hier! Ah. Ja, wohin denn schwimmen? Na, da, wo es da leuchtet hier. Und hier sind auch die Luftblasen zum Luft holen. Es ist nachts, wollte ich nur sagen. Jetzt müssen wir da nochmal gucken, ob da nochmal was ist, wo wir eben schon waren. Hier sehe ich nichts. Und noch habe ich nichts. Auch nichts. Wow. Müssen wir noch mal ein bisschen höher, ob da noch auch noch ein G war hier oben. Ja, hier ist auch noch. Aber hier ist keine Blase, ne? Eine Sauerstoffblase. Hier. Bell leuchtet. Hier ist eine Notiz. Ach, hier müssen wir, genau. Und hier ist eine Luftblase. Wo der Scheinwerfer ist. Da müsste rein in ein Loch. Komm gleich nochmal nach vorne. Wenn mich sieht. Hier bin ich. Hier? Ja, ich auch. Und wo ist Silvi? Ich weiß nicht, wo Silvi ist. Silvi ist unter uns. Ein Stückchen höher. Oh Gott, hier ist so ein Zahn. Hallo, andere Seite. Nicht darüber schwimmen. Ich bin zur Luftblase. Kuno. Ja, das ist verkehrt. Ja, ich muss aber Luft holen. Ja. Ich habe hier was gefunden und da ist schon ein... Wir dreimal Luft haben können hier drüben. Da ist ein Leuchtefisch. Ja, den mach mal tot. Mit Pfeil und Bogen. 4 Pfeile brauch er. Und dann kannst du den aufsetzen in den Kopf und gucken, ob Licht an. Hier sind wir drin. Es ist gar nicht so einfach, den zu erschießen. Oh, hier ist eine riesen Luftblase. Wo ist denn der? Da. Also bis jetzt habe ich ihn erst einmal getroffen, ey. Also Pfeil und Bogen. Ja. Habe ich. Ich habe ihn. Dann guck mal, ob du den Kopf aufsetzen kannst und ob du Licht denn hast. Warte, ich werde erstmal meinen Pfeil aufheben hier.
Irgendwo habe ich noch einen daneben geschossen. Weil bei mir gefunden. Leckt das nämlich richtig doll. Ja, die brauchen wir. Da müssen fünf Stück müssen wir hier davon hier ist suchen. Übrigens ein Luftloch. Fünf Stück ja, müssen wir davon. Bei uns. Hey, guck mal. Ja, ich sehe das. Leuchtet? Ja. So, warte mal, ist hier auch noch was zu finden? Ich glaube nicht. So, dann weiter. 15 Lampen brauchen wir. Wir müssen hier verteilt sein. Und auch noch... Hier stand da. Schlüssel muss hier irgendwo sein an die Räume. Oh, hier ist einer. Oh, oh hier ja. Ist fünf. Ja, ja, ich sehe schon. Ich helfe dir. Oh. Rot? So, Silvi, ja, kannst du nehmen. Hier ist auch noch so eine Luftblase. Hier ist ein G an der Wand. Ja, wo? Oben bei der Luftblase. Okay, da muss man dann. Da muss man als nächstes lang. Wenn hier unten jetzt keine Räume mehr sind, dann müssen wir dann hier lang. Hier sind auch Kisten. Wir müssen erst auf der Etage bleiben. Erst wenn hier nichts mehr gibt, dann. Na, da wird sicherlich noch was geben. Weil du brauchst ja auch noch so eine Leuchtding. Und hier ist auch noch eine geschlossene Tür. Gleich. Hier ist eine Lampe. Kann ich die einsammeln? Ja, deswegen sagte ich ja, wir müssen erst hier. Wer schmeißt denn hier schon was weg? Ich hab nur das bin ich. Ich habe schon wieder einen Haufen Kram in die Sammel. Warte mal, das verschnappeliere ich mal gerade. Ich habe eh Hunger. Warte mal, guck mal denn hier oben an die Luft. Die müssen wir uns erstmal kurz aufhalten. So. So, liebe Leute, Zeit ist wieder oben. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Tschüss. Ciao, ihr Lieben.